Nee, ja, also jetzt geht's weiter. Ich habe ja neu aufgebügelt, ja. Jetzt habe ich das Thermometer schon rausgeholt. Wir hatten die ganze Zeit über so zwischen 45 und 50 Grad Badtemperatur. Und na, das brauche ich später weg. So, jetzt kann ich die Platine mal rausholen. Ich schütte das mal da um. So. Platine kommt ins stinknormale Wasser. Das verwendete Wasser kann man, wenn man unbedingt will, wiederverwenden. Also hier aus dem Wasserkocher. So. Ich erstmal ein Stück Klopapier. Und hier sieht man, dass es doch relativ gut geworden ist. So, jetzt muss man das Ganze entfernen, also den Toner muss man jetzt entfernen. Das kann man mit Aceton machen. Was sich auch herausgestellt hat, dass es mit Pinselreiniger sehr gut geht. Also wer mal Pinselreiniger versuchen will, dem sei das auf jeden Fall empfohlen. Gut, jetzt habe ich hier die Platine. Und jetzt möchte ich mal etwas versuchen, das ich vorher noch nicht getan habe. Aber jetzt hier TSSOP, das ist ziemlich krass, was Leiterbahngrößen angeht. Und da wir keine Lötpaste haben, habe ich einfach mal SMD-Lötzinn geholt, also 0,5 mm Lötzinn genommen, auf eine Platine gelegt und das dann mit einem runden Gegenstand, kann man mit einem Bohrer machen, was man will, platt gewalzt. Jetzt habe ich zwei Streifen bekommen. Man kann ungefähr davon ausgehen, dass die Länge des Streifens, den man abgeschnitten hat oder gewählt hat, sich etwa verdoppelt. Muss man noch kurz nachschauen. Wo denn jetzt was hier ist. Also wie gesagt, ich habe vorher bisher immer mit Lötzinn locker gelötet. Aber jetzt mal mit dem Versuch hier. Ich glaube, das da ist zu knapp. Ist ein bisschen schwierig mit der Positionierung. Mal vorweg. Aber ich denke, das Ergebnis wird umso schöner. Ich die Pinzette mal. Sieht schon mal gut aus. Dann lege ich es einfach auf die heiße Herdplatte. Und warte einfach mal ab. So, jetzt hat der Lötzinn
sich verflüssigt und jetzt gebe ich dem Ganzen mal einen Stups. Gut, das war's dann. Ist jetzt verzinnt. Wer möchte, kann das noch mit einem, wie heißt es hier, Soldering Remover, also Lötzinnentferner, nochmal erwärmen und die restlichen übrigen Lötzinnstellen da sauber machen. Aber so wie es aussieht, hat es sehr gut geklappt. Es sind keine Bahnen verbunden, die nicht verbunden sein sollten. Gut, das war es jetzt vom TSSOP Löten und oh, das war aber noch ein bisschen. Das ist mir gerade aus der Hand. Nein, das machen wir gleich. Gut, das war's. Ja, kannst ausmachen. Gibt jetzt nicht mehr viel.